Radio 1 live wieder vor Ort. Wir reden über die Filme, die wir an diesem Tag gesehen haben, die Sie auch noch sehen können bei dieser ganz besonderen Berlinale 66. Also auch eine Glückszahl, wenn man so will. Eine Teufelszahl könnte es auch sein. Auf jeden Fall ist es eine Berlinale. Es zeichnet sich jetzt schon ab mit sehr ernsten Filmen. Also es sind wenig Filme dabei, die auch mal eine Heiterkeit erzeugen. Es sind sehr ernste Themen. So ist auch die Welt. Das ist ja ganz klar. Die Welt wird abgebildet im Kino, eben auch bei der Berlinale. Ich freue mich sehr, dass Martina Gedeck heute unsere Gastkritikerin ist und würde Sie bitten, noch mal ganz herzlich zu begrüßen. Sind ein paar neue Leute dazugekommen. Sie sitzt den ganzen Abend hier für uns, hat sich Filme angeschaut im Wettbewerb. Und wir wollen zuerst reden, Martina, über einen kanadischen Film. Erstmal, wie fandst du die Atmosphäre so in der Pressevorführung? Ist auch mal interessant, nicht? Sonst bist du ja da nicht. Ja, ich war da zum ersten Mal und es war interessant, weil ich war ungefähr 20 Minuten vorher da und habe keinen Platz bekommen. Und das war unglaublich. Ich dachte, jetzt muss ich mich auf die Stufen setzen oder wieder gehen. Das war also wirklich in letzter Sekunde, habe ich noch einen guten Platz erwischt. Aber es war wirklich rappelvoll und ich finde die Atmosphäre wunderbar. Lauter Menschen, die ich nicht kenne, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Kein einziger Schauspieler, niemand, der sonst so dabei ist. Nee, war interessant. Die dich alle kennen. Ich muss aber sagen, damit ihr nicht denkt, das sind nur so Streber, das wird zum Ende des Festivals immer leerer dann. Also da reisen auch wieder viele ab. Am Anfang ist es noch richtig voll. Das gibt sich dann. Du hast gesehen einen Film aus Kanada, Denis Côté, ein Mann, den wir hier sehr gut kennen bei der Berlinale, mit seinen sehr schrägen schwarzen Komödien. Er hat ja auch einen Preis bekommen damals für Vic und Flo sehen einen Bären. Und kaum jemand hat sich damals den Scherz eben irgendwie erspart. Dann wird er auch einen Bären bekommen, hat er auch bekommen, einen silbernen Bären, eben damals im Wettbewerb. Jetzt mit seinem neuen Film Boris Saint-Béatrice hat einen etwas anderen Ton angeschlagen. Aber vielleicht versuchen wir, ich bin jetzt sehr gespannt, wie du das machst, Martina, zu beschreiben, was so mit Boris und Beatrice so ist. Boris und Beatrice sind verheiratet. Er ist ein Unternehmer oder jedenfalls ein sehr reicher Mensch. Und seine Frau ist krank. Sie hat eine schwere Depression, ist teilweise sogar katatonisch. Das heißt, sie liegt im Bett, bewegt sich nicht, spricht mit niemandem. Und er scheint darüber verzweifelt zu sein, hat aber auf der anderen Seite auch eine Geliebte. Es gibt eine junge Nurse, eine junge Pflegerin, die dort auf die Ehefrau aufschaut und mit der er dann auch anfängt, ein Verhältnis einzugehen, relativ bald. Gleichzeitig quält er sich ein bisschen durch die Welt. Er hat dann eine seltsame Begegnung der dritten Art mit einem Mensch, der wie aus einer anderen Welt zu kommen scheint, der ihm sagt, du musst dein Leben ändern, du musst freundlicher werden, du musst deinen Stolz vergessen. Dann wird deine Frau gesund. Das ist eine ganz seltsame und interessante Ausgangssituation. Er ignoriert das zunächst und dann später merkt er aber, dass es der Frau immer schlechter geht. Sie fängt an, Blut zu spucken und er beschließt plötzlich, sein Leben tatsächlich zu ändern. Er besucht seine Mutter. Soll ich alles erzählen? Er besucht seine Mutter seit langer Zeit zum ersten Mal wieder. Er besucht seine Tochter aus erster Ehe, die er auch eigentlich zu der er keinen Kontakt hat. Und schon geht es der Frau besser. Und lassen wir es gleich erstmal dabei, weil man merkt den Wandlungsprozess. Nee, das war wunderbar zusammengefasst, weil ich finde, der Film ist schon sehr kompliziert. Also ich bin dir richtig dankbar. Ich sehe den jetzt auch etwas klarer. Und wir wollen nicht vergessen, James Hindman ist der Hauptdarsteller, aber dieses Orakel oder diese merkwürdige, unheimliche Gestalt, die da mal wieder auftaucht, ist ein sehr bekannter Schauspieler, nämlich Denis Levan, der vielleicht morgen auch kommt. Also wir haben ihn eingeladen, wäre natürlich toll, wenn er kommen würde. Sie erinnern sich vielleicht noch, die Liebenden von Pont-Neuf, auch ein Klassiker inzwischen. Also der hat schon tolle Schauspieler. Was ich so irritierend fand, war auf der einen Seite ist es ganz realistisch und dann gibt es so antike Einschübe. Es spielt auch eine Tragödie da mal eine Rolle in der Antike. Dann dieser Typ, weiß man ja auch nicht, wer das ist. Also irgendwie so eine Mischung zwischen Absurdität und Realismus. Also ich fand das schon sehr wenig realistisch, muss ich sagen, auch in der Art, wie es inszeniert war, auch die Art und Weise, wie die Schauspieler gespielt haben. Es war sehr statisch, es war irgendwie sehr formell. Es hatte, finde ich, wenig Natürliches oder Naturalistisches. Ich habe zwischendurch gedacht, ist es eigentlich nur ein Traum? Also es hatte schon viel, obwohl es in einer wunderschönen Landschaft situiert war, hatte es was Gespenstisches, fand ich. Und interessant fand ich auch, dass tatsächlich das Spirituelle so ein wenig immer in die Technik gepackt wird. Also da kommen dann ein riesen Scheinwerfer auf einem großen Platz und eine Stimme aus irgendwelchen Lautsprechern, die dann zu ihm spricht, wie die Stimme Gottes von oben eben. Aber es ist eindeutig eine technische Geschichte und das hat auch etwas sehr Absurdes. Ja? Also so richtig einordnen kann man es nicht und man fragt sich, am Schluss habe ich dann noch gedacht, ist es ein Komplott der Familie? Haben sie sich alle gegen ihn verschworen? Oder ist er der krank,
Franke, der sich bedroht fühlt. Denn es ist so, er ist ein sehr wütender Mann, ein Mann, der sich eigentlich in sich selber verstrickt hat und eigentlich seine Umwelt hasst und eigentlich zu niemandem Kontakt hat. Also er ist wirklich, es ist eigentlich ein Psychothriller. Und da wird die Krankheit der Frau so ein bisschen in Beziehung gesetzt. Mich, muss ich sagen, hat dieses Frauenbild etwas gestört, dass die Frauen eigentlich nur zum Vögeln da sind und dazu in der Ecke zu liegen und sich nicht zu bewegen. Das fand ich ein bisschen altbacken. Also es trifft auf alle Frauen zu, was du gerade sagst. Also, alle fliegen ja auf ihn, was insofern auch erstaunlich ist, weil er ist ein totales Ekel. Du hast das ja angedeutet. Also am Anfang, wenn wir ihn so kennenlernen, Schnösel, arrogant, wird dann etwas freundlicher. Es gibt aber auch, Martina, so eine Art politische Dimension. Denn diese Frau ist ja offenbar Ministerin gewesen. Da kommt ja auch dann übrigens der Ministerpräsident von Bruce Lambrus gespielt, übrigens ein bekannter Mann. Und dann merkt man, irgendwie gibt es da auch einen politischen Komplott. Irgendwas muss dahinter noch sein. Meinst du es ja? Habe ich es überlegt? Dass sie kaltgestellt wurde. Das taucht so ein bisschen am Rande auf. Da gibt es auch dann noch eine vierte Frauenfigur, die eine Psychoanalytikerin ist wohl oder so eine Ärztin, die also auch einen sehr mysteriösen Anstrich hat, wo man denkt, sie gibt Medizin und die Ministerin wird immer kränker, weil diese böse, böse Ärztin, also die Frauen sind schon sehr seltsam. Mit dem politischen Anstrich, das habe ich eigentlich nicht so, ich habe das nicht so richtig gesehen, außer dass sie eine souveräne Frau gewesen zu sein schien. Und am Schluss ist sie ja auch quasi wieder bei uns. Also sie ist wieder da. Sie hat ein sehr schönes rotes Kleid an, ist also sehr sexy mit einmal, hat sie schwarze hohe Schuhe an und ein rotes Kleid, mit dem sie sich im Wald, bewegen tut sie sich natürlich nicht, sie steht im Wald und er läuft auf sie zu und sie sagt, das war wohl sehr schwierig für dich und sehr hart für dich und er sagt, ja, es war sehr hart für mich und er fängt an zu weinen und dann gehen sie gemeinsam weg und er ist eigentlich jetzt, plötzlich hat er seinen Stolz aufgegeben und sie ist eigentlich fast so jemand wie, hätte sie gewonnen, als hätte sie ein Spiel gespielt. Also das habe ich zwischendurch schon gedacht. Es ist vielleicht nur eine Parabel, etwas Angenommenes. Aber insgesamt, muss ich sagen, hat mich das Steife und Unbewegte doch hat mich nicht richtig warm werden lassen mit dem Film. Also eine wunderbare Beschreibung, finde ich auch. Aber die Interpretation ist auch interessant. Denn der Film hatte schon auch eine andere Dimension. Er hat einen beunruhigt irgendwie, man kommt davon nicht los, aber man ist, wie du sagst, auch durchaus befreit und bleibt draußen. Ich glaube, es ist alles kalkuliert. Werde ich morgen mit dem Regisseur bereden können. Er wird also hoffentlich morgen kommen, Denis Coté, und eben auch seinen tollen Darsteller Denis Lavant mitbringen. Also eine echte Legende. Denn hier und das war die erste Gastkritik von Martina Gede. Ganz herzlichen Dank. Danke.